Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Disney November Haul. Erstmal muss ich mich bei euch entschuldigen, dass er so spät in diesem Monat kommt. Ich war Anfang Dezember auf Reisen und komme erst jetzt dazu, den Haul zu drehen. Und wer neu auf meinem Kanal ist, ich bin Moni und drehe hauptsächlich Disney-Videos. Wen es interessiert, kann gerne mal durch die anderen Videos durchstöbern. Und wenn es euch gefällt, lasst doch bitte ein Abonnement da. Ja, dieser Haul ist sehr international angehaucht. Ich habe super tolle Freunde, die mir aus aller Welt irgendetwas mitgebracht haben. Hongkong, Florida, New York. Und ich würde sagen, wir starten. So, fangen wir mit dem Paket von der lieben Britta an. Britta war in Florida auf Disney-Kreuzfahrt und auch in Walt Disney World und hat mir einige tolle Sachen mitgebracht. Und zwar einmal, ich muss mal den Karton am Boden stellen, da ist so viel drin. Einmal diesen tollen Spirit-Jersey aus dem Outlet. Vorne hinten habt ihr dann Walt Disney World stehen. Ihr seht auch den Try-On. Und wie gesagt, der ist aus dem Outlet und hat nur 25 Dollar gekostet. Ich bin da sehr happy über den Schnapper, weil die Spirit Jerseys sind eigentlich schon recht teuer. Und hier ist noch so ein sportlicher Streifen. Ich bin sehr begeistert. Ist jetzt mein zweiter Spirit Jersey aus Walt Disney World. Und ja, dann war ja Britta auf Kreuzfahrt, wie ich eben erwähnt habe. Und dann war sie ja auf Castaway Key. Und dann habe ich sie gebeten, mir die Reusable Bags mitzubringen. Ich glaube, die kosten 1 bis 2 Dollar um den Dreh und die gibt es wirklich nur auf Castaway Key. Ich bin vielleicht nächstes Jahr selbst dort, aber mal schauen. Aber jetzt habe ich auch schon mal die Reusable Bags, hier nochmal eine mittelgroße. Und hier ist das Motiv, das Schiff und Mickey und Minnie und ein Liegestuhl. Und dann hat sie mir noch diese tollen Ohren auf dem Schiff gekauft, auf der Disney Cruise. Sie war auf der Disney Dreams, wenn ich mich nicht irre. Und die Ohren haben wie auch diese hier auf meiner Cruise 28 Dollar gekostet. Ich probiere sie mal an für euch. Es hängt noch der Zettel dran. Ist nicht so hübsch, egal. So. Ja, ich finde es sehr cruise-mäßig mit den Farben und den Rettungsringen. Ich finde sie toll. Aber jetzt ziehe ich erstmal wieder meine blauen an. Die passen nämlich besser zum Pullover. Ja, Britta wäre nicht Britta, wenn sie nicht noch kleine Pixie Dust Geschenke mit in den Karton mit reintut. Und erstmal, es war Pirate Night bei ihr auf dem Schiff und dann hat sie uns dieses tolle, warum uns, Demi hat das Tuch auch bekommen. Genau, hat sie uns dieses tolle Tuch mit reingelegt. Da steht Pirates of the Caribbean. Oh, falsch rum. Genau, Pirates of the Caribbean und ganz viele Pirate Mickeys drauf. Das gibt es wohl bei Pirate Night. Dann eine tolle Tüte mit Frozen und Maleficent. Dann ein Zip-Bag mit Elsa. Finde ich auch sehr cool fürs Flugzeug. Dann zwei Becher von der Halloween, Halloween on the Sea Cruise. Sie war ja, also auf dem Schiff war das Thema Halloween. Eine Pirates of the Caribbean Schokomünze. Ein kleiner Notizblock mit Tinkerbell, kann man immer gut gebrauchen, für unterwegs, um Notizen aufzuschreiben. Eine Seife von der Disney Cruise, eine ganz liebe Karte von Orlando und mit ganz lieben Worten. Dann einmal ein Honeypot, also es ist eine, ich weiß nicht, es ist so eine Karte. Hier hinten hat Ia, Pooh, Piglet und Tigger unterschrieben und vorne steht Mickey's Not So Scary Halloween Party, da war sie nämlich auch. Dann eine altbekannte Schokolade von der Disney Cruise und ein Stempel, ist das Stempel? Von Epcot, vom Epcot Food and Wine Festival. Da kann man wohl so Stempel sammeln und ja. Vielen Dank, liebe Britta. Du bist die Beste und ich freue mich immer über deine Pakete, weil immer irgendwie was Besonderes noch dabei ist. Dann habe ich mir bei Black Friday, bei EMP, diesen tollen Rock hier gekauft. Den habe ich auch schon in meiner Instagram-Story so oft an. Ich finde den ja so toll und er war richtig günstig. Nur 26 Euro während der Black Friday-Aktion. Ich glaube, sonst kostet er 40 Euro. Und ich packe euch unten die Links für alle Sachen, die es noch online gibt, unten in die Infobox. Da könnt ihr auch mal schauen. Und der wird eigentlich noch mit so Trägern geliefert, also mit so als Art Hosenträgern. Aber die kann man zum Glück abmachen, hier sind so Knöpfe dran. Die Hosenträger brauche ich jetzt nicht, aber der Rock ist super, super schön. Dann machen wir weiter mit dem Internationalen. Ein lieber Freund, der Sascha, der war nämlich in New York und im Disney Store und hat mir dieses tolle Kleid mitgebracht.
Es ist so lang, ich kann es gar nicht ganz zeigen, aber ihr seht es eben, Try-On. Hier unten oben steht New York. Und das ist wirklich der Wahnsinn, weil normalerweise hätte das Kleid $130 gekostet. Ja, dafür hätte ich aber, also für, es ist wirklich schön, aber ich hatte keine $130 bezahlt. Aber da, es war im Sale und er hat es für $30 bekommen. Ich bin wirklich begeistert, für das tolle Kleid so wenig bezahlt zu haben. Aber ich, also hier unten Mickey, hinten ist übrigens nur schwarz. Und es steht mir, finde ich, selbst sehr gut. Und ja, ich freue mich, das Kleid schon bald tragen zu können. Dann ist ja im November der neue Frozen-Film rausgekommen. Und erstmal muss ich sagen, ich liebe ihn. Ich habe ihn mit Debbie zusammengeguckt im Kino. Und wir waren wirklich begeistert. Ich finde ihn sogar besser als den ersten Teil. Und natürlich gab es einiges an Merchandise. Erstmal hat Debbie uns wieder die altbekannten Popcorn-Eimer besorgt aus ihrem Kino. Ja, Elsa und Anna sind hier drauf, Frozen 2. Und ich benutze die dann immer als Blumentöpfe. Ich finde die sehr dekorativ. Ich habe jetzt mittlerweile schon Aladdin und Lion King. Und ich glaube, die kosten 8 Euro. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber die kauft sie immer mit Popcorn und isst es dann. Und dann haben wir immer die tollen Eimer. Ich bin immer sehr begeistert, wenn es Eimer gibt. Dann hatte Rewe auch eine Aktion. Wenn man die Punkte gesammelt hat bei Rewe, bei jedem Einkauf, hat man diesen Sven, oder es gibt auch Olaf, für nur 8 Euro bekommen. Und da ich ja so ein Sven-Fan bin, musste Sven auch mit nach Hause kommen. Und ich habe fleißig die Punkte gesammelt und ihn mitgenommen, genau. Also 8 Euro mit Punkten, ohne Punkte, ich glaube 18 Euro. Ja. Dann haben wir, wie gesagt, den Frozen-Film zusammengeguckt und natürlich brauchten wir einen neuen Pullover, Debbie und ich. Und dann haben wir uns bei Pull&Bear diesen tollen Olaf-Pullover bestellt. Vorne Olaf und hinten steht Frozen 2, so ein bisschen wie Spirit-Jersey-mäßig. Und der hat 26 Euro gekostet. Der fällt übrigens groß aus. Wir haben den jetzt beide in S, obwohl wir meistens ja, so M tragen, oben rum. Aber der ist wirklich toll und sehr lässig. Und ja, ich bin ja auch, also Sven und Olaf sind halt meine Lieblinge. So, dann habe ich noch bei Bonprix bestellt. Einmal hier eine graue Mütze. Soll ich die jetzt anziehen? Ich ziehe die mal an. Die graue Mütze, jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, hat 15 Euro gekostet. Ich glaube, die gibt es auch noch online. So, jetzt ziehen wir mal an, ohne dass die Frisur ruiniert wird. Genau, also sehr süß. Ich bin ja total der Mützenfan. Und hier sind auch überall kleine Mickey-Köpfe drauf. Dann bleiben wir bei Mützen. Dann habe ich mir noch eine rosane Mütze gekauft für 10 Euro. Die gibt es, glaube ich, auch noch. Genau, die habt ihr vorne Mickey. Ist halt ein bisschen dezenter für den Alltag. Jetzt muss ich die Ohren wieder anziehen. Ich bin ja im Video ohne Ohren, das ist ja nicht so toll. So, und dann hier steht hier vorne drauf, there's only one Mickey Mouse. Und dazu habe ich mir den passenden Schal gekauft. Den gibt es aber, glaube ich, nur noch in Grau. So ein Tuch, so ein Dreieckstuch. Finde ich ganz hübsch. Und das hat 27 Euro gekostet. Machen wir weiter mit neuen Ohren. Ja, es sind schon wieder einige Ohren in diesem Ohr zusammengekommen irgendwie. Einmal diese neuen, also neuen, die gab es letztes Jahr schon, diese Christmas-Ohren aus dem Disneyland. Die kosten meines Wissens 20 Euro, obwohl jetzt die neuen Pailletten mittlerweile 23 Euro kosten. Aber ich habe ja 20% Rabatt. Genau, also einmal dieses neue Paar aus dem Disneyland für die Christmas-Season. Und dann hat Debbie mich überredet, dieses Paar Frozen-Ohren zu kaufen. Die kosten, glaube ich, auch 20, wenn ich jetzt mich nicht irre. Ich war ja, also ich weiß noch nicht, ich bin noch unentschlossen, nicht so begeistert von denen, weil die Schleife mir zu aufgebauscht ist. Aber wenn Debbie sie sich gekauft hat, als Zwilling, musste ich die dann auch holen. Angezogen sehen sie nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Und zur neuen Frozen Season nächstes Jahr ab Januar werden sie super passen. Und deswegen habe ich mir sie gekauft. Und ja, sozusagen das erste richtige Paar Frozen Ohren für die neue Season. Ich habe ja mir Olaf Ohren selbst gebastelt. Aber ich finde die jetzt auch dezent und die passen auch ganz zu ganz vielen Sachen. Machen wir weiter mit den internationalen Sachen. Der liebe Florian, der Rainbow Mickey Runner, wenn ihr den auf Instagram mal suchen wollt, der war in Hongkong im Disneyland und ist dort gelaufen. Das will ich auch irgendwann mal machen. Steht auf meiner Bucketlist. Das sah nämlich super toll aus. Und er hat mir auch einige tolle Sachen mitgebracht. Erstmal zeige ich euch die Tüte. Und zwar habt ihr vorne hier Duffy mit Freunden. Ich kenne jetzt leider die ganzen Namen nicht, weil Duffy ist ja ein Riesending in Hongkong. Und ja, hier steht Disneyland Hongkong.
Und jetzt zeige ich euch, was ihr mir mitgebracht habt. Jetzt müssen wir mal, also einmal ein paar Ohrringe, das werdet ihr leider nicht sehen, aber ich werde jetzt hier auch ein Foto einblenden. Einmal Mickey und Minnie und hinten sind so große Kugeln. Und die hat er am Flughafen gekauft. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe die Preise leider nur noch in Hongkong-Dollar. Die Ohrringe waren 128 Hongkong-Dollar. Könnt ihr euch ja selbst ausrechnen, falls es euch interessiert. Jetzt muss ich mal, dass die nicht verloren gehen. So, und als nächstes hat er mir dieses tolle T-Shirt mitgebracht aus der Arendelle-Kollektion. Hier unten steht Hongkong Disneyland und das Hongkong Schloss, was noch nicht fertig gebaut ist. Und was man an dem T-Shirt machen kann, also was daran so besonders ist. Jetzt muss ich das mal kurz hinlegen. Das sind nämlich Wendepailletten. Eben war es Türkis, jetzt ist das Schloss Silber. Ja, ich finde es mega. Was hat das T-Shirt gekostet? 219 Hongkong-Dollar. Ich glaube, das waren so 25 Euro, ich weiß jetzt nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr begeistert und freue mich sehr, weil ich bin ja im März auch in Hongkong im Disneyland, hoffentlich, wenn jetzt da die Tumulte etwas weniger werden und das Schiff, also ich fahre ja mit AIDA nach Shanghai, also eine Route. Wir halten in Shanghai und in Hongkong und ich wollte in beide Disneyland-Parks. Ich bin so excited. Aber da es die Arendelle-Kollektion ist, das T-Shirt, hatte ich ein bisschen Angst, dass ich es dann nicht mehr bekomme, wenn ich im März da bin. Deswegen habe ich mir mitbringen lassen. Und ich habe dann mehr Platz im Koffer für andere Sachen. Ja, dann, das war nicht das Einzige, was er uns mitgebracht hat. Jetzt muss ich mal vorsichtig hier was aus der Tüte holen. Da fällt schon was raus. Sticker. Ja, die zeige ich euch gleich. Also einmal hat er uns, Debbie, Nadine und mir, diese tollen Ohren mitgebracht. Hier vorne ist auch nochmal das Hongkong-Schloss drauf. Und ja, die sind echt mega hübsch. Die glitzern so schön und passen auch zu so viel, super vielen Sachen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt gekostet haben. Von denen, ich habe noch ein paar Ohren, da ist der Preis 169 Hongkong-Dollar. Da werden die Augen auch so um den Dreh gekostet haben. Und das zweite Paar Ohren, was der Debbie und mir mitgebracht hat, sind diese Ariel-Ohren. Finde ich ja super schön. Und die gibt es auch nicht in Paris. Und ich, ja, wie gesagt, 169 Hongkong-Dollar und ich bin sehr begeistert über die zwei Paar Ohren. Schon wieder, wie viele Ohren habe ich eigentlich? Schon wieder 5 Paar Ohren in diesem Haul. Ach Gott. Ich habe echt Platzmangel. Ich habe mir diesen Ohrenhalter gekauft, den ihr, glaube ich, im letzten Haul gesehen habt. Ja, der ist schon voll. Ich bräuchte eigentlich schon wieder 2 neue Ohrenhalter. Und die Wand ist auch voll. Ich weiß noch nicht mal. Jetzt hängen schon die ersten schon wieder an der Lampe. Ich war echt stolz auf mich, dass die Lampe endlich leer war. Ja, vielleicht sollten die aufhören, Ohren zu produzieren. Das wäre besser für meinen Platz und für meinen Geldbeutel. Ja, naja. Machen wir weiter mit dem Hongkong, mit den Hongkong-Sachen. Und zwar hat er jetzt auch mir einmal hier so einen Schlüsselanhänger gekauft. Und was cool daran ist, man hat da so einen Reißverschluss und da kann man hier eigentlich recht viel reinpacken. So Kleingeld, ein bisschen Scheine. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was er gekostet hat. Da ist jetzt nur lila. Aber ich finde ihn sehr süß mit Mickey. Kann man gut gebrauchen. So, und dann hat er, wie die Britta, der liebe Florian, ein bisschen Pixie-Dust mit reingepackt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nichts verliere. Das wieder. Ist noch irgendein Zettel. 138 Hongkong-Dollar. Vielleicht waren das auch die Ohren. Ja, der liebe Florian hat hier immer so einen kleinen Zip-Beutel reingepackt und da drin waren ganz viele Sticker. Das ist auch so ein großes Ding wohl in Hongkong. Man bekommt überall Sticker zugesteckt von den Cast-Membern. Da hat er ein paar reingepackt und einen Magneten, weil er am Ende der Halloween-Season da war, mit Happy Halloween 2019 mit Chip and Dale. Und ein Timesplan aus Hongkong. Ja, vielen Dank, lieber Florian, fürs Mitbringen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Dann habe ich mir bei Grape Soda diese tollen Ohrringe bestellt. Ich blende euch nochmal ein Bild ein, damit ihr die besser sehen könnt. Und zwar sind das Mickey Lebkuchenmänner. Und Grape Soda zieht jetzt leider in die USA. Also die sind eigentlich aus UK. Und da wird der Versand leider teurer sein, weil der Schmuck ist gar nicht so teuer. Die haben jetzt 19 Pfund gekostet. Die sind super süß, aber leider sind die jetzt schon ausverkauft. Ja, waren sehr schnell weg, aber die sind so süß. Ja, dann gab es auch Anfang des Monats, glaube ich, war es den neuen Disney Store Schlüssel, den Weihnachtsschlüssel. Ich blende euch auch jetzt mal ein Bild ein, damit ihr es besser sehen könnt. Und da musste man, glaube ich, 20,19 € ausgeben.
um den dazu zu bekommen. Ich sammle die ja und finde es jetzt ganz toll, dass es die auch endlich online gibt, nicht nur in den Disney Stores, weil wir haben ja nur einen in München und bei mir ist München, glaube ich, 600 Kilometer entfernt, also nicht einfach mal so ein Tagestrip. Und ja, wie gesagt, man musste was ausgeben und was ich mir bestellt habe, ist dieser Tischläufer. Der ist, wie lang ist der? 162 cm mal 35 und es sind alle möglichen Disney-Charaktere drauf. Ich habe den noch nicht ausgepackt, das musste ich mal machen. Goofy, Donald habt ihr hier, Mickey, Minnie, weil im Moment, also ich fand da jetzt nichts, was mich sonst angesprochen hat und deswegen habe ich jetzt den Tischläufer bestellt, um den Schlüssel zu bekommen. Dann habe ich auch Sticker bekommen, die habe ich extra noch nicht ausgepackt, damit ich die hier auspacken kann mit euch, von Frozen 2. Mal schauen. Ganz spannend. Oh. Ja, ich kann auch jedes einzeln aus der Packung machen. So. Wir haben einmal eine Glitzerkarte mit Sven und Christoph. Übrigens, was so richtig lustig war. Da lacht sich jetzt bestimmt Debbie kaputt. Wir saßen im Kino und neben uns saßen zwei junge Mädels. Und die haben gesagt, ja, die heißen ja beide Sven. Also Christoph und Sven, das sind ja beide Sven. Und dann haben sie sich gewundert, warum die gleich heißen. Es klingt jetzt nicht so witzig, aber im Kino fanden wir es ultra witzig. Und immer wenn dann Christoph auf dem Bildschirm kam, ich dachte, oh, guck mal, Sven. Ja, das war ganz witzig. Kurze Geschichte dazu. Aber dann haben wir Elsa als Sticker. Oh, Anna, wo sie in der Szene, wo sie alleine sitzt und Olaf verloren hat und weint. Oh, Spoiler. Dann, den Namen kenne ich nicht, diesen Soldaten und diese Oma von dem Film. Und die Szene, wo Elsa, Anna und Olaf diesen Fluss ab, wo die dann den Fluss runterfahren. Ja, und dann habe ich mir noch eine Sache bestellt. Und zwar habe ich die schon in Walt Disney World gesehen, bei vielen. Und das war diese Kette hier. Die kann man sich dann so anziehen. Die werde ich auch nächste Woche mit ins Disneyland nehmen. Und die leuchtet dann so. Sieht man das jetzt? Ein bisschen. Also richtig kitschig, aber zu Weihnachten finde ich die mega cool. Achso, was hat der Läufer gekostet? 25 Euro war der Läufer. Die Sticker waren gratis, der Schlüssel auch. Und die Kette hat, die war im Sale für 7,50 Euro. Und jetzt kann man auch verschiedene Stufen einstellen, wie man das gerne blinken haben möchte. Geht das jetzt wieder aus? Ja. So, und kommen wir auch zum letzten Einkauf für den Monat November, und zwar bei C&A. C&A hat wieder ganz tolle neue Disney-Sachen rausgebracht. Ich habe da letztes Jahr schon ganz tolle Weihnachtspullover gekauft, das habe ich dann dieses Jahr gelassen, weil ich eigentlich schon genug Weihnachtspullover anhabe. Ja, ich habe auch einen an, aber ich habe jetzt genug und man hat auch nicht so viel Gelegenheit, so viele Weihnachtspullover anzuziehen. Deswegen habe ich das gelassen, obwohl der eine ist auch ein bisschen Christmas. Jetzt habe ich mich widersprochen. Egal. Also einmal habe ich mir hier diese Handschuhe gekauft. Das sind so, die Finger sind abgeschnitten. Und dann kann man hier diese Kuppe über die Finger ziehen, wenn man sie trägt. Ich habe die gleichen schon in Grau von letztem Jahr. Und die haben 10 Euro gekostet. Ich ziehe sie euch mal an, wie es aussieht. Und wie gesagt, ich habe die von letztem Jahr schon. Und ich finde die super praktisch, auch im Park, wenn man dann halt mit der Kamera filmen muss oder mit dem Handy agieren muss. Und dann kann man hier das hier so abmachen und dann über die Finger stülpen. Ja, dann gab es bei C&A diesen tollen roten Cardigan. Und da hat Debbie mir ein Bild geschickt und war irgendwie sofort verliebt. Und dann musste ich mir den auch holen. An den Ärmeln steht Mickey Mouse. Nee, nur Mickey. Auf dem einen Ärmel steht Mickey. Und hinten steht nochmal Mickey. Und hier vorne habt ihr ein M getragen. Seht ihr ihn ja unten. Und der hat 25 Euro gekostet und ich finde ihn wirklich super. Cardigan habe ich, also ich suche ja immer nach Sachen, die ich noch nicht so viel habe und dazu zählen auch Cardigan. Deswegen musste der mit. Und dann habe ich noch dieses Kleid oder länglichen Pullover gesehen. Deswegen sage ich hier eben, habe ich mich widersprochen mit dem Weihnachtspullover. Der ist nämlich auch Weihnachts-Topic-themed. Und zwar steht da Xmas Selfie und hier unten seht ihr Daisy und Minnie mit Weihnachtsmützen und ein Selfie machen. Und als ich den gesehen habe, musste ich sofort an Debbie und mich denken. Passt eigentlich super und den hat sie sich jetzt auch gekauft.
So, mein Lieben, das war mein November-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch schon mal noch eine schöne restliche Adventszeit. Es werden natürlich noch Videos kommen bis Weihnachten. Aber in diesem Sinne, in diesem Video wünsche ich euch schöne Weihnachtstage. Rutscht gut ins neue Jahr. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.